Hallo, mein Name ist Birgit Sippel und als Sauerländerin vertrete ich seit 2009 insbesondere die Interessen unserer Region Südwestfalen im Europäischen Parlament. Vieles haben wir in den letzten 5 Jahren bewegen und auf den Weg bringen können. Aber noch stehen wir vor großen Herausforderungen. Viele Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert und fragen sich, ob dieses Europa tatsächlich noch in die richtige Richtung geht. Und deshalb gilt es, einen Neuanfang zu starten. Europa muss neu gedacht, neu gestaltet werden, im Interesse der 500 Millionen Europäerinnen und Europäer. Als neues Mitglied im Europäischen Parlament war es mir zunächst einmal wichtig, dass ich als Metallerin auch Mitglied im Ausschuss für Soziales und Beschäftigung werde. Darüber hinaus bin ich Mitglied im Innenausschuss. 5 Jahre Arbeit im Europäischen Parlament und in meiner Region Südwestfalen liegen hinter mir. Zahlreiche Themen standen auf der Tagesordnung, von der Jugendgarantie über den Datenschutz, die Flüchtlingspolitik, die Energiewende und vieles andere mehr. Doch neben all den einzelnen Themen, die wichtig auch für uns in der Region sind, ist vor allem die Debatte über die Zukunft Europas immer wieder in den Mittelpunkt gerückt. Was ist eigentlich Europa? Ist es ein Binnenmarkt? Sind wir eine Wertegemeinschaft? Und wie soll die Zukunft gestaltet werden? Welchen Mehrwert kann die Europäische Union für die Staaten und die Menschen in Europa bieten? In den letzten 5 Jahren wurde einiges auf den Weg gebracht, manches verändert. Und ich möchte diese Arbeit auch in den nächsten 5 Jahren fortsetzen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, am 25. Mai sind Kommunal- und Europawahlen. Sie können über Ihre Zukunft in Südwestfalen und in Europa entscheiden. Und meine Bitte an Sie ist, gehen Sie wählen und wählen Sie die SPD. Setzen Sie Ihr Kreuz für die Kandidatinnen und Kandidaten in Ihren Kommunen. Machen Sie Ihr Kreuz bei Martin Schulz und Birgit Sippel. Gehen Sie am 25. Mai zur Europawahl. Ihre Stimme für Birgit Sippel. Ihre Stimme für die SPD.